Leute, ich habe hier bei Herrn Cottret im Hintergrund schon so viel Lautstärke. Wenn ich jetzt hier auch noch so viel bekomme, ich werde wahnsinnig. Ich kann das Interview nicht führen. Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, auf die ich gespannt bin, weil die Positionen vor allen Dingen mit Blick auf diese beiden Männer unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite er, Meteorologe, Ozeanograf, Professor für Ozeanforschung, Präsident des Deutschen Club of Rome, eine der wichtigsten Stimmen der deutschen Klimaforschung. Ein Mann, der seit Jahrzehnten zu dem Thema nicht nur forscht, sondern der auch warnt. Fragen an Mojib Latif. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Guten Abend. Ja, und die gleiche Frage an diesen Mann, geboren im April 1971 in Ost-Berlin, gelernter Elektromonteur, studierter Wirtschaftsingenieur, heute energiepolitischer Sprecher der AfD. Er ist die andere Position. Und interessant ist, er bestreitet nicht, dass sich unser Klima gerade spürbar verändert. Was er bestreitet, ist, dass wir Menschen etwas damit zu tun haben. Erwärmungen, sagt er, gab es schon immer. Aber, und das ist interessant und zielt genau auf das, was ich eben eingangs sagte, wir haben leider keine offene Wissenschaft mehr. Denn jeder Wissenschaftler, der sich skeptisch äußert, kriegt keine öffentlichen Gelder mehr. Solche Sätze verfangen. Die AfD steht bald bei 20%, bei ihm in Brandenburg bei knapp 25%. Und die Frage ist, warum verfangen sie? Fragen an Steffen Cottret. Herzlich willkommen. Hallo, lieben Willkommen beim Deutschlandkurier. Heute bei mir zu Gast Steffen Cottret, der energiepolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Grüße Sie, mein lieber Herr Cottret. Ja, schönen guten Tag. Herr Cottret, haben Sie es mitbekommen? Unsere Windrad-Doku, die wir gemeinsam gedreht haben mit dem Branko, ist bei uns durch die Decke geflogen. Über 150.000 Klicks schon. Ja, auch das ist ja erfreulich, ist ja ein brandheißes Thema und wir hatten ja direkt auch da jemand vor Ort, der da richtig tief drin steckt. Also das freut mich. Mich auch, zumal so lange Videos natürlich nicht so gut laufen bei uns, aber augenscheinlich hat das unseren Zuschauern gefallen. Wer es noch nicht gesehen hat, werde ich hier drunter verlinken. Herr Cottret, Sie waren gestern doch tatsächlich eingeladen bei Markus Lanz. Endlich war mal wieder ein AfD-Politiker überhaupt dort eingeladen. Wie kam es denn dazu? Ja, also Herr Lanz ist da auf mich aufmerksam geworden und ja, das ZDF, Herr Lanz. Die schauen auf die Quote. Wer kann Quote bringen? Und da war ich augenscheinlich derjenige, der dort Kontroversen auslösen kann. Und Anlass für ihn war wahrscheinlich mein Auftritt dann im russischen Fernsehen bei Herrn Solowjew. Und das ging ja hier auch durch die Presse. Das hat ja viele erzürnt. Ja, und das hat er wahrscheinlich dann als Anlass genommen, dann mich da einzuladen. Da kommen wir auch gleich nochmal zu diesem Thema. Wie hat man Sie behandelt? Also ich meine so vor der Sendung, hinter der Bühne. War man nett zu Ihnen? Ja. Also das ist ganz professionell und man konzentriert sich ja dann auf die Sendung und da wird man dann eben, ja, werden dann die entsprechenden Instrumente ausgepackt, verbaler Art. Aber das war in der Ankunft ja, sehr, sehr professionell und sehr freundlich. Waren Sie aufgeregt? Immerhin haben Ihnen Millionen Menschen zugeschaut. Ja, natürlich ist man aufgeregt, wenn man sich dann in der Sendung selbst natürlich auch konzentriert, aber vorher, vorneweg, auch die Tage vorneweg, da ist dann schon Aufregung mit dabei. Und ja, man schläft dann auch ein bisschen kürzer, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Okay, kommen wir nun zur eigentlichen Sendung. Wie zufrieden waren Sie, wenn Sie ein Resümee ziehen müssten? Sagen wir mal so auf einer Skala von 1 bis 10. Wie zufrieden waren Sie mit sich? Naja, ich selbst bin da schon sehr kritisch. Also ich habe die Schwachpunkte erkannt und würde ich sagen, eine 6 oder sowas, beziehungsweise eine 4, je nachdem. Also ich 10 glaube ist das schon, Beste. 10 ist das Beste. ja, na, dann würde ich sagen, die 6, 60%, so würde ich das sehen. Ich konnte meine Punkte machen, setzen. Ich habe sie aber nicht, glaube ich, richtig rübergebracht. Und zugegebenermaßen gab es da durchaus Stellen, wo ich hätte noch stärker eben durch einige Informationen glänzen können. Und ja, da reichte einfach die Zeit der Vorbereitung leider nicht. Nun greifen Sie mal nicht vor, da kommen wir gleich noch zu.
Finden Sie, dass der Markus Lanz seinem Auftrag als Moderator, ein Moderator soll ja moderieren, dass er dem gerecht geworden ist? Also ich zumindest habe es so empfunden, dass er wieder einmal eher so den politischen Aktivisten gegeben hat. Ja, naja, in dem Fall ist er kein neutraler Moderator. Er hat sich selber auf ja, die eine Seite geschlagen. Das hat man gemerkt, das merkt man bei ihm ja immer. Und insofern, ja, nichts Überraschendes, aber ja, von einer neutralen Moderation war da nichts zu spüren. Haben Sie so ein Gefühl gehabt, jetzt zwei oder gar drei so gegen mich? Ja, naja, klar, das war ja so. Drei gegen eins, völlig klar. Und ja, gut, das ist natürlich ein Format, wo man keine wissenschaftlichen Abhandlungen machen kann. Völlig klar, da muss man kurz und prägnant formulieren. Aber auch das hätte man durchaus neutraler machen können. Und auch da hätte man nicht versuchen müssen, irgendwie krampfhaft nachzubohren, krampfhaft irgendwelche Angriffspunkte zu suchen. Das ist ja symptomatisch dann in einer solchen Sendung leider. Aber ja, dadurch kommt das dann eben nicht so ganz flüssig in Gang. Und ja, das ist eben leider so ein bisschen das Traurige daran. Ich muss mich bei unseren Zuschauern entschuldigen wegen der Nebengeräusche. Herr Kotler hat einen kleinen Jungen und kleine Jungen spielen mal und sind dann auch ein bisschen laut. Nächstes Thema. Ich habe in unserer Blase, weil Sie gerade von den Zuschauern gesprochen haben, einiges über die gestrige Sendung gelesen. Da gab es einmal viel Ärger darüber, eben bezüglich dieses 3 gegen 1 und auch, dass man eben ständig ins Wort gefallen ist. Aber auch den Vorwurf, Sie wären nicht gut vorbereitet gewesen. Zumindest ist es einigen Leuten so erschienen. Was sagen Sie dazu? Ja, der Vorwurf ist zum Teil gerechtfertigt. Also es hieß ja immer, ich würde dort mit einem Experten von Energie, der Energiepolitik auch sprechen, beziehungsweise der Energietechnik sprechen. Und erst ja, Nachmittag des Vortages habe ich dann die Information bekommen, dass das geändert worden ist. Und dann hätte man also diesen Klimaforscher dann in den Ring gestellt. Insofern blieb da ein bisschen weniger Zeit. Ja, das hätte ich natürlich auch machen müssen. Da durchaus noch ein bisschen mehr Informationen anschaffen können. Die sind da. Nur ja, in so einer Sendung ist das dann immer noch ein bisschen anders, als wenn man hier am Schreibtisch sitzt und dann vom Blatt abliest. Und ja, insofern durchaus. Und aber insgesamt hätte auch das, denke ich mal, nichts genutzt vor diesem Hintergrund, dass da also unbedingt immer irgendwas gesucht werden musste und irgendwo und irgendwie immer angesetzt werden sollte. Und ja, wir wissen, was Lanz für ein Moderator ist, dass er da also sehr strenge Fragen stellt. Und ja, das ist aber eigentlich klar. Meinen Sie, das war ein altbekanntes Spiel, dass man da das Thema so ein bisschen dann ausgetauscht hat und den Experten? Das wage ich nicht zu beurteilen, das weiß ich nicht. Also kann es mir durchaus vorstellen, dass es nicht so ist, dass sowas ganz normal ist, wenn man nicht die Leute bekommt, die man eigentlich so in der Vorstellung hatte, die man bekommen wollte. Kann also durchaus auch banale Dinge gehabt haben. Kann sein, aber ich empfinde es schon als ein bisschen komischen Zufall. Auch aus AfD-Kreisen habe ich so ein bisschen Gemurre vernommen. Da heißt es, sie hätten die AfD-Pressestelle nicht von ihrem Auftritt oder über ihren Auftritt informiert, sodass man sie vorab nicht hätte beraten können, während beispielsweise eine Alice Weidel, wenn sie denn überhaupt mal eingeladen wird, alle Ressourcen der Fraktion nutzen würde. Nur die Ressourcen der Fraktion habe ich genutzt und da gab es auch Absprachen. Und ja, also da weiß ich nicht, ja, aber das sind ja Dinge, die werde ich sicher, da werde ich sicher nochmal nachhaken. Herr Kunde, Sie wussten ja vorab, wenn auch sehr kurzfristig, wer Ihre Gesprächspartner sind. Warum haben Sie diesen Wissenschaftler, wie hieß er nochmal, Mujib Latif, also warum haben Sie den nicht mit seinen Nonsensaussagen konfrontiert? Ich habe mir hier notiert, 2003 sagt er beispielsweise, Winter mit starkem Frost und viel Schnee, wie noch vor 20 Jahren, wird es in unseren Breiten nicht mehr geben. Weil der Lanz hat ja immer versucht, Ihre Position sozusagen als schwachsinnig darzustellen. Da hätte man ja mit sowas wunderbar zurückschießen können.
Naja, eben leider nicht. Ich kenne die Aussage auch. Und die ist immer so ganz nah an der Grenze, wo dann immer durchaus noch ein Hintertürchen drin ist. Er sagt, solche Winter. Hätte er gesagt, wir hätten keine Winter mehr mit Schnee oder so, dann wäre das klar gewesen. Aber das sind immer so Wischiwaschi-Aussagen, die also Panik und Alarmistik schüren, wo man aber denjenigen dann doch nicht so richtig festnageln kann. Weil da die knallharte Kernaussage, also ein richtig knallharter Fakt eben fehlt. Ja, wobei, also nochmal, hier steht Winter mit starkem Frost und viel Schnee, wie noch vor 20 Jahren, wird es unseren Breiten nicht mehr geben. Ich finde, das ist ziemlich eindeutig. Es sei denn, die ist hier verkürzt worden, die Aussage. Ja, aber auch hier ist die Erfahrung aus den letzten Jahren, und nur darauf gucken die Leute, genau so, dass die Winter eben wärmer geworden sind. Dass das jetzt vielleicht nur eine Phase ist oder eben, wie gesagt, mit einer ganz normalen Erwärmung zu tun hat. Wie will man das erklären? Das kriegt man so nicht hin. Also man öffnet bei genau dieser Bemerkung Einfallstore. Aber wie gesagt, hätte man machen können, ja, durchaus dann denjenigen damit konfrontieren, ist ja auch richtig. Und wir haben auch viele Beispiele, wo also die Aussagen immer wieder revidiert werden mussten, aber nicht nur bei ihm, sondern eben vor allen Dingen auch in den Berichten vom sogenannten Weltklimarat. Die mussten sich ja auch ständig revidieren. Ja, klar, nur, ja, Sie haben ja vielleicht selbst gemerkt, wo setzen Sie an? Also in so einer Runde, gerade bei Lanz, muss ich mir ganz genau überlegen, welche 3, 4 Sätze ich unterbringen kann. Hätte ich ein normales Gespräch gehabt, wäre das sicherlich auch anders gelaufen. Da kann man das dann eben auch immer wieder unterbringen. Aber sonst hat man eben nur kurze Möglichkeit und dann waren eben andere Dinge, die im Vordergrund standen. Ja, aus einer Zuschauerposition heraus lässt sich auch immer leicht meckern. Ne? Das ist völlig, völlig klar. Also ich glaube, die meisten würden das noch mal ein bisschen anders sehen, wenn sie in der gleichen Position wären und da sitzen müssten und da an die Mangel genommen würden. Dennoch, ich habe noch 2 kritische Fragen. Ich finde, man hätte einen kriegsentscheidenden Punkt viel stärker herausarbeiten müssen, nämlich, dass es unter Wissenschaftlern keineswegs einen Konsens gibt, wie es ja gebetsmühlenartig immer wieder behauptet wird. Zum Beispiel 2019 schickten 500 Klimawissenschaftler und mit dem Thema befasste Experten dem UN-Generalsekretär eine Petition mit dem Titel »Es gibt keinen Klimanotstand«. Da hätte man ja auch mal zum Beispiel ein paar prominente Namen liefern können. Wir haben, glaube ich, sogar mindestens einen Nobelpreisträger in unseren Reihen. Ja, das habe ich ja versucht darzustellen. Also wir haben es mit durchaus mit einer Klimaveränderung zu tun, aber wir haben eben nicht diesen Notstand. Das habe ich schon entsprechend immer wieder angebracht. Aber gerade diese Liste der 500, da kommt die dann regelmäßig entgegengehalten, naja, das sind ja dann nicht die Wissenschaftler, die dafür zuständig sind und mit vielen anderen Dingen auch. Also das ist immer so ein bisschen zweischneidig. Aber nochmal, gleichwohl, ja, da hätte ich deutlicher werden können. Und Zumal, Herr Couté, wenn es erstmal in der Welt ist, also wenn Sie jetzt zum Beispiel dieses Zitat bringen von diesem Wissenschaftler und der leugnet das dann oder versucht es herunterzuspielen, dann ist es in der Welt schon mal und dann kann der Zuschauer ja entscheiden, ob er Ihnen glaubt oder dem Herrn. Ne? Von daher raushauen, vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Nee, genau, und das habe ich ja eben auch gemacht und das war allerdings dann unfair zu sagen, dieses Zitat wäre falsch gewesen. Aber da sieht man eben auch, wie in so einer Redaktion gearbeitet wird. Also Herr Lanz will dann eben ganz aktuell sein, hat den direkten Draht zu seinen Referenten, die recherchieren dann parallel und dann hat er ganz freudig berichtet, die sind also nicht fündig geworden. Naja, dieses Zitat ist erst 2 Wochen alt und es ist in einem Videobeitrag untergebracht und das finden sie eben nicht, wenn sie auf die Tasten drücken und da nur nach Schriften suchen. Und insofern hat Lanz sich da fehlleiten lassen. Aber das zeigt eben auch, dass er da über seinen eigenen, über seine eigenen Dinge gestolpert ist. Haben die Zuschauer so vermutlich nicht mitbekommen. Aber ja, Für unsere Zuschauer, Couté, um welches Zitat geht es jetzt? Es geht um das Zitat vom Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger, der eben gesagt hatte, die Wissenschaft darf nicht sagen, dass sie sicher
vorhersagen kann, was kommt. Also ich hatte dann gesagt, sie darf nicht sicher sein, dass sie die Zukunft prognostiziert oder sowas. Aber das ist ja kein wörtliches Zitat. Also ich habe dieses Zitat eben gebracht und das war eben für seine Referenten nicht auffindbar und daraufhin hat er dann geschlossen, dass es das nicht gäbe. Oha, ja, ja. Und Ja, das ja. ist natürlich falsch. Und dann hat er auch Zeilinger zitiert, aber natürlich völlig, völlig anderen Satz. Also, naja, also guter Stil ist das nicht. Noch ein wichtiges Thema zum Abschluss. Eine Korrelation zwischen CO2 und der Klimaerwärmung ist bislang noch nicht bewiesen worden. Dieses Thema ging leider auch ein bisschen unter, oder? Es gibt diese ja, berühmte Hockey-Kurve. Und derjenige, Wissenschaftler Mann heißt er, glaube ich, oder Mann, hält die Daten zurück. Also er legt seine Daten nicht offen. Also das ist schon mal ganz, ja, ganz komisch. Und das ist in der Tat so. Das muss ja keine Kausalität sein. Das kann korrelieren, wie auch immer, dass zufällig beide Kurven steigen. Wir wissen es eben nicht. Aber das war ja eben auch die Grundlage meiner Diskussion. Und darum ging es. Aber das ist überhaupt nicht rausgekommen, weil eben diese Diskussion zerstört worden ist. Und ja, insofern ja, haben wir es hier nicht mit einer Information, sondern mit einer Desinformation zu tun, leider. Mein Kumpel Oliver Janich, Publizist, hat schon vor Jahren eine Wette angeboten, 10.000 Euro für jemanden, der ihm einen Beweis dafür liefert. Ist keiner gekommen. Es ist keiner gekommen. Ich meine, wenn das so einfach wäre, man muss ja Olli Janich nicht mögen, aber da hole ich mir doch die 10.000 Euro ab. Richtig. Ja, genau so ist es. Also wir haben den auch nicht letztendlich. Wir haben immer nur das Geschwurbel, alle sind sich einig, was ja selbst der Spiegel schon gesagt hat oder geschrieben hat. Nee, die sind sich nicht einig. Man ist sich einig, dass der Mensch die Erwärmung beeinflussen würde. Ja, wir beeinflussen schon. Nur schon in der Höhe ist es also ja überhaupt nicht klar, wie und in welcher Art. Und ist es wirklich das CO2? Ist es nicht die Sonne? Wie auch immer. Und insofern, ja, durchaus. Also ich habe auch noch keinen Beweis gesehen. Selbst das mit der Beeinflussung halte ich nicht für bewiesen, weil, wenn ich mich richtig erinnere, dann hatten wir auch schon Zeiten auf der Erde, wo es noch wärmer war, ja, wo es sogar keine Industrie gab. Ja, auch das ist natürlich zu hinterfragen. Aber in diesem Kontext kann man das durchaus anbringen, denn bei Lanz hieß es ja dann so, dass also völlig klar ist, der Mensch ist also für diese Klimaveränderung verantwortlich. Und ja, da hätte mir schon genügt an dieser Stelle, dass wenigstens eingeräumt wird, dass selbst der Spiegel das anders sieht. Und ja, ist aber selbst von der Frau Ammann dort nicht gemacht worden, die ja bekanntlich Spiegel-Journalistin ist. Also auch da wieder eher Desinformation als Information. Letzte Frage, Herr Cotré. Wie war es nach der Sendung? Wie muss man sich das vorstellen? Trinkt man dann noch ein Glas Wein in einer lockeren Runde zusammen oder wurden Sie mehr so als Aussätziger behandelt? Ja, das ist so. Also man unterhält sich dann jeweils dann nochmal mit dem Moderator und auch mit dem einen oder anderen Referenten dort, Regisseur. Und ja, also ganz nett, also professionell, da kann ich nicht klagen. Okay, na immerhin, immerhin. Herr Cotré, dann danke ich Ihnen fürs Gespräch und ja, machen Sie so weiter. Ja, ich danke auch. Tschüss. Tschüss.